Und hallo und herzlich willkommen, zu einer weiteren Folge Minecraft Life in the Woods. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen, spazieren wir noch ein bisschen und dann gehen wir wieder zurück. Nee. Ich weiß, bei der letzten Folge hätten wir auch die Ruinen schon einzeichnen können. Damit wir so einen kleinen Anhaltspunkt haben. Was ist denn los hier? Ist doch letztens abgestürzt. Jetzt wird's wieder dunkel. Jetzt wird's wieder gefährlich. Wow, wow, wow. Drücken wir einfach mal auf 2. Und hoffen, dass kein Piranha kommt. Oh, da ist ein Creeper. Dann schwimmen wir da mal weg. Was war das denn? Ich glaube, irgend so ein Nachttaucher. Ja, ist gut. Verschwinden. Mach halt die Flocke. Wie viel Wolle haben wir denn? 2. Das ist aber nicht. Wir hatten doch. Hatten wir nicht? Ne. Gut. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Ja, ja. Ich bin jetzt schon mal weg. Die halten ja nicht immer so viel aus. Ne? So, ein bisschen Licht ins Zitter. Oh, ja. Rückwärts gehen ist besonders schlau. Was hat uns da denn dann letztens da. Was hat uns dann da eben angefallen? Da oben ist wie heißt es jetzt hier? Ein Enderman? Mit den halbgeladenen Texturen. Vielleicht sollte man einfach mal gucken, dass man ein Schaf bekommt. Oder wir gehen einfach mal aus dem komischen Mangrovengedöns da raus. Großen Bäumchen. Gerade habe ich eine Fledermaus gehört oder es war eine Maus. Eins von beiden. Im Wasser zu kämpfen ist besonders scheiße. Zumindest für mich. Komm doch. So. Ende aus, Nikolaus. Das ist noch so ein Zwerg. Wo ist denn das? Wo ist denn das Gartenzwergelein? Hin. Ja, ja, ich habe dich schon gehört. Naja, wir farmen hier ein paar Leben im Dunkeln. So dunkel ist es ja nicht. Ich wollte schon gerade das Minecraft ist ja ein bisschen jünger wie das alte Minecraft, aber naja, guck ich, jetzt sind noch nicht so viele Mods geladen, ne? Da ist ein Schaf! Schnell, 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 schnell! Attacker! Ja, ist das auch Stahl, das Schaf, oder was ist los? Ja, das war klar. Das war sowas von klar. Du hörst ihn nicht, aber dann steht er hinter dir und macht Rassum und reißt den halben Wald weg. Was wäre denn passiert, wenn ich auf Hardcore gestellt hätte? Hätte den halben Planeten abgerissen oder was? Nee.
Ah ja, ich habe dich schon gesehen. Och man, geh doch weg hier. Ihr Drecksviecher. Was war das denn? Lass mich in Ruhe! Lass mich bloß in Ruhe! Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Bitte, bitte, bitte geh, bitte geh. Wann wird's dann wieder hell, Mano? Im Hintergrund läuft noch immer ein bisschen Blöd in Soul. Geht so lange der Leute. Nein, da ist eine Hexe. Weg, 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 weg. Ja, schön. Sehr schön. Sehr geil. Wenn ich jetzt explodiere, ne, dann hau ich dir so eins aufs Gesicht, der blöden Fotz. Ja, super. Ja. Naja, war nichts Wichtiges, außer die Rüstung. Ne? Ja, ich hätte mir ein paar Markierungen machen sollen und nicht am Abend in der Nacht reisen sollen. Was hat man denn eigentlich dabei? Ich weiß es nicht mehr. Naja, dann gucke ich in der nächsten Folge mal da rein. Dann pflanzen wir jetzt ein bisschen um und dann, ja. Aber das spawnt ja nicht weg. Das ist ja jetzt in dem Tomb da, in dem... Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Sind ja hier, ist ja Nacht. Das... Wir haben jetzt auch keinen Adel. Nee, ich pflanze jetzt erstmal. Sonst werde ich aggressiv. Und das will ich nicht. Ich will einfach meinen Spaß haben und nicht hier wie so ein Emo rumlaufen. Da habe ich keine Lust drauf. Hoffe mal, dass es nach der Aufnahme noch da ist, wo es ist, und dann bin ich glücklich. Seaweed, das geht nicht, ne? Doch? Ne. Ja, dann komm her. Na klar. So. Was immer das. Was haben wir denn hier? Betekrop. Das haben wir aber schon, ne? Oder? Ich guck mal da oben. Ja, ich muss ein bisschen runterkommen. Ich weiß nicht. Also bin ich nicht einfach wieder zu. Habe ich mich irgendwo eingebuddelt, gewartet und dann. Naja. Ginger. Was haben wir hier? Beet, ja. Ja, gut. Das haben wir schon. Alles klar. Dann kann man ja die hier gerade mal alle. Plöp, 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 plöp. So. Und das hier, ja, das müsste jetzt erstmal da bleiben, wo es ist. Oats, das haben wir auch, ne? Das war doch da hinten irgendwo. Race. Und das haben wir auch. Ja, dann kann das ja auch weg. Warte mal, warte mal. So, bevor hier irgendwo ein Creeper oder dann irgendwo ein Kack. Ja, das hat sich jetzt gelohnt. Man kann nichts über den Zaun werfen, nö. Aber sonst ist alles realistisch, ne? Was haben wir denn da? Cabbage. Das ist Kohl.
Corbage. Das haben wir noch nicht. Das weiß ich. Wir haben nur Ledger, Cauliflower und Cabbage haben wir noch nicht. Wohl. Das können wir mal hier oben hin machen, ne? Richtig. Dann haben wir hier Mais. Haben wir sonst noch was mitgenommen? Nö, ne? Nur mal Hälfte, Hälfte. Vier davon, vier davon. Oder so. Muss man das eine wieder raushoppen. So. Und geht's. Gehen wir mal da rüben. Was ist das hier? Marvel. Ja, ist egal. Das ist, okay, das ist nicht so egal, aber wir nehmen lieber das hier weg. Ich will mal gerade was gucken. Was habe ich hier jetzt in der Hand? Oats, ja. Wieso ist das denn noch, wieso ist das denn wieder, habe ich das wieder aufgenommen? Genau, wie das hier kann weg. Nee. Wieder falsch Knöpfe hier gedrückt. Ganz ruhig. So. So. Jetzt gehen wir mal darüber. Und gucken, was wir ernten können. Machen daraus alles ein Beet, was in einem Field drin ist. Was haben wir hier vorne drin? Hier Spargel. Asparagus. Das kann hier raus. So, und dann ernten wir hier mal 1, 2, 3 oder so. Die kann man ja dann zwischendurch noch essen, aber dann haben wir hier schon mal wieder ein volles Feld mit Dingensbummens hier. Weißt du Bescheid? Die Süßkartoffeln können hier raus. Das haben wir hier auf der Seite. Die Böhnchen. Dann ernten wir mal ein paar Kartoffelchen. 1, 2, 4 Stück, ja, genau. Und machen hier wieder ein volles Feld draus. So. Ja, habe ich ja sonst noch irgendwo irgendwas anderes? Nein. Was haben wir? Spinach. Aha. Ja, dann kann der hier auch raus. Oder komplett raus. Die Ledgers kommen hier auch raus. Aber dafür will ich gleich woanders noch eins haben. Hier haben wir Karotten, ne? Da kann man aber noch nichts von ernten. Alles klar, dann wissen wir, dass da Karotten reinkommen. Hier haben wir Oats. Das muss hier auch raus. Ja, dann hätten wir das eben da pflanzen können. Ich weiß. Lalala. Sind die hier schon fertig? Ja. Wie viel Okra-Gedöns-Schoten haben wir denn jetzt? Da 6 Stück. Alles klar. Dann können wir hier wieder ein volles Feld machen. So. Was ist hier überwiegend drin? Nix. Vier davon, vier davon, vier davon. Da haben wir Onion, die kann hier raus. Was haben wir hier? Was ist das? Chili Pepper. War das einfach hier mal raus. Alles so angestückelt aus. Hier das auch noch raus und dann machen wir hier halt ein ganzes Feld von der Zucchini oder Kakamba, keine Ahnung. Wo ist denn Zucchini? Zucchini! Okay, wisst ihr, was ich meine? So hier von Star Wars die kleinen, wie heißen die Dinger da? Evox? Ne, doch. Ne, die Sandleute, nicht die Sandleute, doch die da mit den leuchtenden Augen. Ihr wisst schon, was ich bestimmt meine. So, dann
Wissen wir, dass da hier Zucchini sind? Dann kommt hier die raus. Und dann machen wir hier Hälfte, Hälfte Dingsbums. Nehmen wir auch das Zeug raus. Was haben wir denn hier? Kandaloop. Ja, das kann da erstmal raus und dann machen wir hier erstmal. Ich hoffe, da kommen auch ein paar Samen mit raus. Das wäre sehr gut. Weizen. Ja, kann man die jetzt wieder so einpflanzen oder musste mich da jetzt ins Haus gehen und ne, da muss man ins Haus vergehen. Gut, wissen wir das auch schon mal. Ne, so. So. Was ist das hier? Brussels Sprout. Das ist, wie heißt es denn? Rosenkohl. Was ist das hier? Bell Pepper. Ich will hier diesen Lauch da drin haben. Das ist Cauliflower. Blumenkohl. Da. Da. Und da. Und das kommt hier raus. Was auch immer das hier sein soll. Naja, okay. Das ist okay. Nicht aufregen. So, das haben wir gleich. Achso. Wo ist denn der Lauch hingekommen? Oder die Frühlingszwiebeln? Da. Da ist einiges was überschüssig ist, das tun wir dann gleich in die Kisten rein. Nö. Was ist das denn hier? Antischocke, das kann hier. Kann hier raus. Kann hier raus. Ach, da sind sogar ein paar Papi-Papa. Alles klar. Was kann man denn jetzt wegwerfen? Hier haben wir auch Gedöns. Da. Okraschoten, Lauch. Was ist das hier? Beans. Beans. Was machen wir jetzt hier rein? Hier diesen komischen einen. Das komische Bambus da kommt hier rein. Dann ist schon mal. Dann ist schon mal wieder eins frei. Und hoffentlich. Achso, wir haben. Ne, die Tasche haben wir auch nicht mehr. Hätte ich mal war, wäre ich mal ein bisschen schneller weggerannt. Wäre ja dann egal gewesen. Naja. Hätte, hätte Fahrradkette.
Was ist das denn hier? Rich Pepper Seeds. Ja, das kann ja weg. Dann das hier weg und das hier weg. Wo sind denn die jetzt hingesprungen hier? Was ist denn Tomate Seed? Da haben wir Tomaten. Ja, dann kann man die sammeln hier. Ich habe schon wieder die Tomate Seeds aufgenommen. Das ist Spinach. Haben wir hier sonst noch was Spinach? Spinat, meine ich. Ach, ich sehe wieder was. Ich will dich mit dem scheiß Seaweed. Was ist das hier? Naja, das macht den. Macht auch keinen Unterschied. Davon haben wir ein ganzes Feld. Der Loch kann da lassen. Der Bohnen haben wir auch, ne? Was ist das denn hier nochmal? Silicon Job Gedöns. Och, das ist ja schlimm. Pflanzen jetzt erstmal das, was wir da haben, gehen jetzt erstmal pennen und dann pflanzen wir erstmal das, was wir da haben und dann klappt das schon. Aber das hier kann. Ja. So. Ja, wir wurden von einem Zombie erschlagen. Alles klar. Was wir schon mal machen können, ist Spargel und Räubchen können wir pflanzen. Gehen wir jetzt erstmal da ein bisschen ablenken hier von dem Kack, den wir da letztes Mal gemacht haben. Asparagus. Der kommt dahin. Dann auf das nächste kommen. Trauben. So. Dann kommen hier Bohnen. Was haben wir hier? Spinach. Pflanzen einfach so ein, dass wir, wie viel wir davon haben. Versammeln wir den bis hierhin. Dann kommt hier Ledgers hin. Das muss auch mal auf jeden Fall. Haben wir ja, weißt du, so. Nicht essen. Nicht essen. Beherrsch dich. Dann kommt hier Chili.
hier noch eins. Und dann haben wir hier Senfsaat. Richtig, 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 richtig. Ja, Mustard Seed. Da kann man bestimmt irgendwo, irgendwann ein bisschen Senf herstellen. Dann hier den Mais. Den knallen wir einfach jetzt hier in die Lücke rein. So. Dann haben wir hier Erdnüsschen. Erdnüsschen. Bist du ein taubes Nüsschen? Ich weiß nicht. Manchmal schon. So. Und dann hier ab ins Lückilein. So. Können wir gleich alles leeren. Tomato. Tomato ist immer gut. Ist immer gut. So. 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 Und dann haben wir nochmal andere Tomätchen, ne? Die hier. Die machen wir mal daneben. Hallo. Hallo. Okay, da müssen wir dann. Dann hätten wir da eben die Samen nicht wegschmeißen sollen. Okay. Was soll das? Dann passiert das halt so. So, was kommt denn als nächstes dann? Den Rieze-Gedöns. Da. Das machen wir ab hier. Das, ja. Hat noch was gedauert, bis das kam. Okay, das war's. Das, ja. Machen wir das da wieder raus und mache es dann dahin, damit es gleichmäßig aussieht. Dann könnte man noch hier was reinpflanzen, wo wir 4 Stück von haben oder so. Brokkoli brauchen wir nicht. Aber das kann man ja, also. Machen wir hier Cauliflower hin. Dann das hier. Parsnip oder wie das heißt? Ja, Parsnip, genau. Das sind Pastinaken. Da machen wir noch den Spinat weiter. Da, ne, die Ecke. Nur für mich selber rede ich damit, sage ich das. Dann kommt hier Kandalob. Dann kann das hier weg. Dann kann das da runter. Dann kann das hier hin. Was ist das denn hier? Kandalob. Kandalob. Richtig. Oats. Ja, das müssen wir gleich gucken. Oder haben wir hier Oats? Ne, Barley. Haben wir Barley gerade schon gemacht? Ich guck einfach mal hinter mich. Ne. Dann hier den komischen Reisgedöns da. Und. Kandalob. Haben wir mal hier und hier und dort. Dann wieder hier runter. Dann den Barley Crop. Ich hoffe, wir haben das jetzt nicht doppelt. Nee. So, dann hätten wir hier noch leckere Paprika und Bel Paparinski. Das kann man nicht. Warte mal, ich will mal gerade was gucken. Kann man da. Ja. Ja, okay. Ich habe nichts gesagt, ne? Oder? Nein, ich habe nichts gehört. Das kann auch weg hier, das brauchen wir hier nicht. Spinach haben noch einen Samen gehabt. Okay, alles klar. Hammer, das brauchen wir noch. Das brauchen wir noch. Und das brauchen wir noch. Cauliflower Hammer. Erdnüsse Hammer. Das Hammer. Was haben wir hier? Antischocke haben wir noch nicht. Brussels Sprout haben wir auch noch nicht. Onion haben wir auch noch nicht. Und den Rest haben wir alles schon, ne? Ja. Alles klar. Dann hier diese. Ja.
Was haben wir dann hier? Was ist das? Turnip. Mhm. Der Bruder von Parsnip. Hier haben wir noch Spinach. Wo haben wir den da? Da oben. Ja, müssen wir noch irgendwo mal hin. Und hier haben wir Bell Pepper, also Paprika. Daneben haben wir dann auch nochmal Paprika. Geht das? Nein, das sollt ihr nicht essen, du Dummkopf. Nee. Ja, das sind wieder die zweiten Früchte, die wir da irgendwie müssen wir uns. Dann haben wir hier Antischocken. Antischockenrocken. Ja. So, dann hier Brasselsbraut. Pachang, Paching, Pazom. Pazim. Und dann war das wieder. Gut. Dann kann man jetzt hier rumgehen und dann könnten wir auch schon langsam die Folge beenden. Soll sie ins Wasser fallen? Das geht irgendwie nicht. Ja, ja, genau beim letzten. Arschloch. Ach. Ne, die Süßkartoffeln haben wir gar nicht reingetan. Gut, dann gehen wir noch einmal hoch und dann beenden wir die Folge und dann. Ja, dann sortiere ich das in der Zwischenzeit dann nochmal ein und aus. Dann versuche ich dann noch ein bisschen mit dem Berg mir da einig zu werden. Hol unsere Sachen wieder. So gut es geht. Ja. Ja, ist es denn? Du sollst hier nicht mampfen, du Kartoffelsquad. So. Dann hier drauf, dort drauf und dann ab ins Wasser. Und dann kann man den ganzen Kladderadatsch, den wir hier haben, den haben wir ja schon alles einsortiert gehabt. Vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, damit, weg 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 damit. Ich weiß, dass das da. Ich hoffe, die Chili haben wir schon. Wenn nicht, dann lasse ich sie nochmal im Inventar. Damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Weg damit. Weg damit. Die müssen wir noch behalten. Die müssen wir noch behalten. Weg damit. Ja, ja, komm. Ich schub dich auch gleich ins Wasser, du Schorf. So. Jetzt gehen wir ins Bettchen und dann beenden wir die Folge. Und dann beim nächsten Mal könnt ihr vielleicht schon sehen, was ich denn ein bisschen bearbeitet habe, die Felder weiter bepflanzt habe oder soweit es geht. Und ja. So. Ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge, bedanke mich fürs Zusehen bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Dragon Soul. Ciao.